Ich möchte eine Geschichte erzählen. Die Geschichte eines Mädchens, das in einem anderen Zeitalter aufwuchs. Eine Geschichte von Liebe, Hass, Vergebung, Brutalität und von der Schönheit des Lebens. Es ist eine wahre Geschichte. Es ist meine Geschichte. Die ersten Jahre meiner Kindheit verbrachte ich mit meiner Familie in Nepal. Nachdem wir das Land 1979 aus politischen Gründen verlassen mussten, suchten sich meine Eltern eine neue Aufgabe in Indonesien. Ich war 8 Jahre alt, als mein Vater im mächtigen Dschungel von West-Papua einen bisher unbekannten Stamm entdeckte. Es war auf einer seiner Expeditionen, 3 Tagesreisen von Iranjaja entfernt. Es war ein Volk, das man bisher nur aus Legenden und von Gerüchten kannte und das ein Leben wie in der Steinzeit führte. Die Fayu. Mein Vater wollte die Sprache dieses Stammes erforschen. Vom Häuptling der Fayu erhielt er die Erlaubnis, bei ihm zu leben. Der richtige Dschungelbuch. Stell dir das mal vor. Im Ernst, was hast du dir dabei gedacht? Dass dies die Entdeckung meines Lebens ist. Was für zu Hause soll das sein? Ein einzigartiges, ein alternatives, ein experimentelles. Wenn wir bei diesem Stamm leben, das ist wie eine Reise in die Steinzeit. Wie sicher ist dann deine Steinzeit? Häuptling Boko hat mir versichert, dass wir unter seinem Schutz stehen. Er gab mir sein Wort. In einer Sprache und Kultur, die du gar nicht verstehst? Du es. Ich bin Linguist. Ich habe hier die Möglichkeit, eine Sprache zu erforschen, die vor mir kein Wissenschaftler klassifiziert hat. Was anderes kommt aus deinem Mund gar nicht mehr raus. Doris! Doris! Es geht nicht darum, irgendwelche kartografischen Lücken zu schließen. Es geht darum, die Geheimnisse der Vorgeschichte des Menschen zu lösen. Lass mich vorfahren, bitte. Ich baue uns ein Haus. Wenn er kommt, werde ich die Fayu schon viel besser verstehen. Es wird uns dort gut gehen. Glaub mir. Nach 5 Monaten war für uns endlich der Tag gekommen, an dem wir meinem Vater in das über 100 Kilometer entfernte Dorf der Fayu folgen konnten. Mitten hinein in den tiefsten Dschungel, in eine Welt, die mein Leben für immer verändern sollte.
Prinzessin? Oh, Papa, du stinkst. Was? Sind Sie hier? Ja. Sie trauen diesem neumodischen Apparat nicht. Schade. Schade drüben. Αυτό είναι αλετούγκο. Σάπι, γιουδίτου, η μπαμπού, ντούρισο. Γιουδίτου. Για τη φάγιο πενωτσινό νάμ, με τα μπουκάλα μένα. Κρίσανε πως έτσι βίλω μπαμπού, για έτσι ganz klein warst. Σε σόκλιν μπουκο. Keine Angst. Sie haben noch nie Kinder mit blonden Haaren gesehen. Stirnreim ist eine Begrüßung. Es bedeutet friedliche Absichten. Papa? Keine Angst, ist okay. Nein, nein, nein. Nein. Ist okay, ist okay. Komm mal schon. Komm mal schon. Okay, alles gut? Gehen wir die zusammen? Thank you.
Madosina, Klojo, Litula. Galabugu, Kogolasi. Solche Kratzer kenne ich von der Notaufnahme. Es war ein Messer, war nicht so gemein. Umso schlimmer. Doris, hier sind wir sicher. Hier ist der neutrale Platz. Neutral? Ja, solange wir uns nicht einmischen, sind wir außen vor. Das ist der Deal. Wo sollen wir uns nicht einmischen? Ich mische mich immer ein, Klaus, das weißt du. Wir sind hier nicht in einen Stammeskrieg geraten, oder? Nicht direkt. Die Fahis waren mal ein Riesenstamm und sind jetzt in zwei feindliche Gruppen zersplittert, die sich kriegen. Aber wie gesagt, hier sind wir sicher, hier. Hier ist die Schweiz. Ich weiß. Alle mal herhören. Was ist das? Ach, Schmirgelpapier. Genau. Das Plumsko ist noch nicht fertig. Wir sind bei der Feier zu Gast. Was macht man als guter Gast? Man vergräbt alles. Also, wenn ihr aufs Klo geht, Schaufel mitnehmen. Und wo ist das Klo? Jetzt noch ein paar Urwaldregeln. Erstens, geht nie allein in den Dschungel. Alles, was ihr esst, zeigt ihr mir vorher. Wir trinken nur abgekochtes Wasser, verlasst niemals ohne Schuhe das Haus. Schwimmt nicht in den Fluss zu weit hinaus. Abdämmerungen bleiben alle im Haus. Wir sind freundlich zu jedem. Wir mischen uns nicht ein. Und noch einmal ganz wichtig, wir gehen nie allein in den Dschungel. Habt ihr das verstanden? Und wie lange bleiben wir hier? Dass ich die Sprache gut kann. 2, 3 Jahre. Das kann schon 20 Jahre dauern. Was? 20 Jahre. Niemals. Amen.
Awaka fu? Fu. 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 Alles ist Fu? Je nach Stimmlage ändert sich die Bedeutung des Wortes. Kanu, Fu, Baumstamm, Fu. Und was ist das Wort für Wasser? Wasser ist die. Die. Die? Was soll das? Die? Die? Kinder hier müssen nicht zur Schule. Im Stamm der Krügers geht's aber anders zu. Warum müssen wir eigentlich Englisch lernen? Ich meine, das spricht doch hier niemand. Damit ihr euch auf der ganzen Welt verständigen könnt. Ich möchte aber hier bleiben und ich möchte Fahrjul lernen. Ach, Biene, das lernst du doch von selbst, wenn du mit den Kindern spielst. Die kennen ja gar keine Spiele. Und sie haben kein Spielzeug. Meins kriegen sie jedenfalls nicht. Flipflops. Ja. Frag die. Wollen wir schwimmen gehen? Okay. Die? Die, die? Wehen. Aber irgendwas scheint nicht in Ordnung zu sein. Warum singen die Frauen? Ich weiß es nicht. Hol Papa! Thank you.
Sie ist vor ihren Augen gestorben. Und alle einfach nur dagestanden und zugeschaut. Sie war krank. Die Fayu glauben nicht, dass ein Mensch auf natürliche Weise sterben kann. Entweder ist es ein Fall oder ein Fluch. Wenn jemand an einer Krankheit stirbt, dann ist es ein Fluch und deswegen versuchen sie auch nicht zu helfen, weil einen Fluch kann man ja nicht heilen. Das ist doch totaler Blödsinn. Du weißt genau, dass wir ihr hätten helfen können. Mit Medikamenten, was weiß ich. Kommt die Frau in den gleichen Himmel wie wir? Ja. Natürlich, Biene. Und war sie jetzt verflucht? Nein! Sie ist ohnmächtig geworden vor Schmerzen. Für die Fayu war sie verflucht. Nicht mal Mama konnte was daran tun. Fangt mal schon an, ja? Meine Frau, du bist von mir gegangen und ich bin allein. Ich bin allein und es ist Nacht. Ich habe keine Frau mehr. Das verstehe ich. Papa, können wir auch verflucht werden? Nein, Biene. Wir gehören nicht dazu. Wir haben keine Blutrache, wir haben keine Regeln gebrochen. Wir sind in Sicherheit. Abdin Boko hat uns seinen Schutz zugesagt und ein Versprechen wird ja sehr ernst genommen. Und was ist, wenn wir auch so werden wie die Fayus? Und alles genauso machen wie sie? Wir werden nie ganz so sein wie die Fayus. Wir werden immer auch in unserer eigenen Welt leben, mit unseren eigenen Regeln. Da haben Flüche keinen Platz, verstehst du das?
du nichts mehr tun. Kannst du mir wenigstens mal anschauen. Doris! Die Fayu kennen keine natürlichen Todesursachen. Deshalb müssen sie nach einem Todesfall jemand anderen töten. Also wenn er stirbt, muss ein anderer dafür büßen, ja? Gut. Dann werde ich dafür sorgen, dass er überlebt. Doris! Wir sind hier Gäste! Du kannst nicht sämtliche Fayu-Gesetze auf den Kopf stellen! Wir können ihn nicht von heute auf morgen beibringen, zu vergeben! Du hast uns mitten in einen Bürgerkrieg verfrachtet. Vielleicht solltest du mir erst mal Vergebung beibringen. Hör auf zu streiten! Sie beobachten euch. Noch ganz dicht an deinem Pony? Und was verpasst? Nö. Aber es riecht hier komisch. Mir schlecht. Papa, was macht er mit ihr? Er verabschiedet sich von ihr. Erst behält er sie ein paar Tage bei sich in der Hütte und dann bringt er sie in den Wald. Und wenn sie verwest ist und nur noch die Knochen übrig sind, dann nimmt er den Schädel und bringt ihn zurück in die Hütte und lebt mit ihr. Das macht er, damit er sie nie vergisst, weißt du? Damit sie immer bei ihm bleibt. Ist okay? Verbecken Sie.
Schädel kannst du wenigstens noch reden. Moya! Hey! 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 Kawa, pergi lagi. Pergi tu mata. Und, was war los? Bo hat sich eine neue Frau geholt. Was heißt geholt? Was hast du gemacht? Was habe ich gemacht? Was soll ich da machen? Feigling. Mama, aus Sabines T-Shirt kramen grüne Haare. Bei dir auch. Ich auch. Du musst das nicht gleich zerfetzen, ist ja nur ein bisschen Schimmel. Oh, es ist so ekelhaft. Das ist die Luftfeuchtigkeit, Schatz. Papa, was passiert mit ihr? Sie hat Goes Frau. Weil der Arme ja keine mehr hat. Ist wirklich fürsorglich von seinen Freunden. Wenn seine Frau stirbt, interessiert sich keiner dafür, aber sie helfen ihm wenigstens, eine neue zu rauben. Wo kommt sie denn her? Sie ist eine Erigre. Von einem Stamm, der Goes Frau verhext hat. Es gibt keine Hexerei. Für uns nicht, aber für die Fayu ist ein Fluch genauso real wie für dich deine Kochtöpfe. Was für ein idiotischer Vergleich. Sag mal, müssen wir das vor den Kindern abhandeln? Warum nicht? Hier wird doch alles vor den Kindern abgehandelt, das ganze Leben hier. Was sollen wir dem entgegensetzen, wenn nicht uns? Mit Streitereien? Na und? Wir streiten uns, ja. Aber wir versöhnen uns auch wieder und verfluchen uns nicht gleich. Sollen die Kinder das doch sehen? Also, Kinder, jetzt passt mal auf. Thank you.
Wagyu, 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 Ihr könnt kommen. Thank you.
Keine Rache. Die schwarze Tasche. Saga, lewa sana saga. Schere. Gib mir die Schere. Babagi. Sachen. Alleine gehen. Das denkt er, wir wollen sie stehlen. Geschossen, weil sie nicht gehört hat? Ja, das kann man so sagen. So sind die Gesetze bei den Feiern. Das mache ich jetzt auch mal. Dann werden Sabine und Judith mir immer gehorchen. Au! Mama, das hast du noch nie so gemacht. Jetzt reicht's. Jetzt geht ihr alle mal raus hier und lasst euch eine Weile nicht blicken. Amiaga. Nala. Waha bela gala kula gila biga. Go we bela tuku. Auri. Boyala. Bogwa iogwa. Bika barika. Ula tuku auri. Yogwa. Geht's? Mama hat's nicht so gemeint. Ihr Sohn Auri wurde bei der Entführung angeschossen. Und ist dann in den Dschungel geflüchtet. Aber er ist nicht tot. Nein. Aber wenn er lebt, hat er ohne Stamm keine Chance. Deshalb trauert sie ja. Die Fayur geben ihr auf Verwundeten auf. Der Fluch ist stärker. Mama? Mama!
nach hinten. Das war zu erwarten. Sie verstehen nicht, was du mit ihm machst. Sie wird es nicht nehmen. Sag ihr, dass sie das Antibiotikum nehmen soll. Sie ist nichts, was sie nicht kennt. Dann lass dir was einfallen. Sag ihr, dass ich eine böse Zauberin bin und dass mein Fluch dich in ein Ferkel verwandelt. Los, jetzt hör auf mit dem Quatsch. Sag ihr, das ist ein Antifluchmittel. Iga Kugisi Migila. Ulagwawa kalabulu bwalatas in alapiula. Avaka kuvagi. Bese biwalat. Tausende fallen zu meiner Linken und 10.000 zu meiner Rechten. So wird es doch mich nicht treffen. Es wird mir kein Übel begegnen, keine Plage sich meinem Hause nähern. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie mich behüten auf all meinen Wegen. Amen. Ach, mein Schatz. Nacht. Auri. Na, der Sohn von Nala. Vielleicht gibt es ja wirklich diesen Fluch. Spinnst du? Wer kann das schon wissen? Mamas Medizin hilft immer. Aber vielleicht hält sie den Fluch nur auf. Und man stirbt einfach später. Ach, Sabina, du spinnst wirklich. Kleiner sein als James.
Wasser? Ja. Weiß ich auch nicht. Und wo lang? Der angebliche Tarzan weiß nicht den Weg. Donner! Pfeil und Bogen gebrochen. Ja. Ist ja wie... Du bleibst hier. Nein. Doch, du musst auf ihn aufpassen, sonst finden wir ihn nie wieder, Christian. Was, wenn er mich nicht mehr findet? Sing einfach so laut du kannst und hör nicht mehr auf. Und wenn du 3 Tage und 3 Nächte singen musst. Aber mir fällt nichts ein. Ein Männlein steht im Walde. Ein Männlein steht im Walde. Helfen. Ich schenke Ihnen nichts, wir tauschen. Das Leben ist geben und nehmen. Ich helfe Ihnen, Sie helfen uns. Geht wieder stinken.
gesund? Weiß ich nicht, Bina. Ich hol Nala. Sie ist doch seine Mutter. Ich habe schon mit ihr gesprochen. Sie sagt, er ist nicht zu retten. Er ist verflucht. Stirbt, sind Oho und alle anderen Erreger meine Feinde. Klaus. Klaus. Ikusabi. Yokwa bist du da? Toya. Viagua. Was macht ihr da? Fire heißt das ewige Freundschaft. Und? Wie ist es? Ein neues Leben? Neue Familie? Ein neues Zuhause? Danke.
Kiki, Kuya Boko, Pela, Makala Yigu, Toya Litua. Akasi Sesu Omivalu, Pela Kweta Kam Kwam Delia Kamesa. Magimesa, Baha, Pilasim Sitoya. Mkwawa, eh, wadi, manakuwa bwalata. Eh, sena la piula. Kala avela iboda bi yobwati, manakuwa bwalata. Matona gwadi bikariga. Dala, isisudeli ya khamesa. Esa sopa, kala avela ilupwe. Makala manako bala. Go. Pesa gala iboda. Ike bita gisesa. Kuya boku. Lokulukwe kugala magim tuvela katumata. Taga waleta gala iboda bukuyo kwari. Ego gala iboda akumwaleta. Pamea buena na namsa umivalu. Pesa yokwa. Mpesewa. Atala irigra. Yakala ori. Isisu deli yokwami. Mahala itumwa. Go! Kidamwa matona angwa de gala. Bigariga tagabi moa. Ebesa bedobu memi. Mesa takamsi. Listen, sis. Melos, kommt. Are we? Motosina Bwakwa. Faiza, Kamba, Dila, Itabua, Tombaya Gula Latu. Montana Auri, Lokuta. Malana? Yeah, Malana. Malana. Das ist das Beste, was ich ohne Gefrierschrank tun konnte. Alles Liebe, Oma. Biene. Ist das Eiscreme? Mhm. Da muss die weiße Kugel Sago sein. Und die gelbe Süßkartoffel. Und was ist das braune? Schokolade, Vanille, Zitrone. Und wie schmeckt das? Ist kalt und süß und sehr lecker. Mm. Ich würde es unbedingt probieren. Ja, ich auch. Bis gern. Wächst es in Deutschland auf den Bäumen? Nein. Nein, du kannst es in Geschäften kaufen. Das muss das Paradies sein. Mhm. Ihr werdet es gerade erleben. Wie? In Deutschland? Mhm. Wann? Soll ich schon packen? Ich jetzt. Nächstes Jahr vielleicht, noch nicht sicher. Wir können sie aufhängen. Vielleicht hier. Jetzt sind die überall Wellen. Sorry.
A rupe doga. A rupe doga. Stimmt es, dass in Deutschland Eiscreme regnet? Christian, du sollst nicht alles glauben, was die Leute dir erzählen. Aber stimmt, dass man überall Schokolade bekommen kann? Und Spielsachen. Ohne Ende. Man sich ja vor wie auf einem Boot. Lass uns vorne gucken. Also. Ich kenne da jemanden, dem es gefallen würde. Komm, Judith, wach auf. Was denn? Komm, wir haben Besuch. Besuch? Los, schau's dir an, komm. Thank you.
krabbelt jetzt nichts mehr. Jetzt sind sie alle tot. Kariwaga. Kuragi. In a bear of a fighter, coming, please. This is Feuder. I hear you. Come in. Our helicopter has to be repaired. No mail today. Okay. Anything else? Yes, from NGO. Your vacation has been approved. You can go to Germany next month. Oh, great. That's good news. Thank you. Over and out. Unser Urlaub ist bewilligt. Wir fahren nach Deutschland. Weißt du nicht? Doch. Aber? Sabine? Aber ich muss all meinen Freunden Bescheid sagen. Auch wie soll Deutschland aussehen? Sabine, das geht nicht. Oh!
Kunzu, Pilisi, Gala Bugula, Besa Daguna Kaselasa, Karaka to Migi. Iga baka keitasi.
taky doma, ona tam magiši bugušila. Papa papa ilivala, iga paka katazi. Kidomo magi mbuku umegwai, teta lato mota, mbuku kwao kulula. Kusaki mama ba oyamasi. Ako tuki. Kidamba mbuku karika. Niku kala. Vila pa mamova. Sorry. Willkommen in der Heide. Hallo Oma. Erkennst du mein Kleid? Ah, natürlich. Und das ist? Christian. Christian. Und das? Das ist das Dschungelkind? So. Machen wir mal. Ich sitze immer der Hund, aber heute ist das mal euer Platz. So. Und Vorsicht, Füße weg. Aber nächstes Mal sitze ich da. Ja? Stopp! Jetzt sauen die auch noch rum hier. Ja, prima. Immer fahren alle anderen fahren. Jetzt in Würzburg war es ja genauso. Es ist furchtbar, ist das. Ich bin früher gerne Auto gefahren, sehr gerne bin ich mit Auto gefahren. Heute macht es keinen Spaß mehr. Wohlstandsgesellschaft nennt sich das jetzt, ja, weil jeder jetzt Auto fahren kann. Früher, da war ich in 4 Stunden wieder in München zurück von Frankfurt. Heute, da kuttelst du dich da rum. Ich bin da gespannt, wann wir heute zu Hause sind. Also. Machen. Können wir Eis haben? Ja, bitte. Oh ja. Eis, mitten im Winter. Seit du uns das Poster geschickt hast, können Sie es kaum erwarten. Gut, dann gehen wir morgen ein Eis essen. Ja! Ja. Deutschland muss dankbar sein, so etwas zu haben. Was? Na, den Schnee. Wenn dir das so gut gefällt, kannst du gleich mit Schaufeln anfangen. Wir dürfen raus? Ja, aber zieh dir was an die Füße.
vielleicht ist es giftig. Nein, es ist doch nur gefrorenes Wasser. Ah, schön. Au, es tut weh. Ja, kannst nicht ohne Schuhe raus. Jacke, Biene. Viel lernen. Das müssen wir doch alle. Ja, aber die besonders. Eins, zwei, drei. So, dann gehen wir mal ein Eis essen im Februar. Das habe ich ja noch nie gemacht. Hoffentlich haben die überhaupt auf. Doch, wir haben auf. Das ist ja erstaunlich. Für dieses kleine Kaff. Kinder, es gibt Eis! Eis, Eis! Eis, Eis, Eis! Biene, wie oft muss man ihr noch sagen, dass sie bei Rot stehen bleiben soll? Sabi mag keine Regeln. Ja, das habe ich gemerkt. Aber die Regeln sind zu unserer Sicherheit da. Tut mir leid, Oma. Wenn wir nichts kriegen, 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 fressen wir fliegen, 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 fressen wir fliegen, fliegen, fliegen von der Wand. Bitte Sie einmal erbeben. Tja, du hast damit angefangen. Das schafft ihr doch nie. Vanille und Schokolade schmecken auf jeden Fall besser als Sago und Krokodil. Als was? Sago und Krokodil. Schön. Zwei Kugeln, welche Sorte? Vanille und Nuss. Zweimal. Gerne. Ja, kein Wunder nach all den Jahren Dschungelfraß. Sabine, was ist los? Gefällt dir Deutschland etwa nicht? Ich könnte ewig hier bleiben. Und wir müssen unbedingt nach Schlitten fahren. Wir haben noch einen alten Schlitten im Keller von deinem Papa. Den holen wir dann raus. Hey, Sabi, sieh dir das an! Oh. Oh, komm, da gehen wir mal rein. Ich will aber nach Hause. Aber du liebst doch Tiere. Was ist da? Du hast versprochen, dass wir heimfahren können. Das machen wir auch bald.
nächstes Jahr zu. Komisch. Auri, ambassador da Guguasi Komodona. Bogola Luquari Igabuku Quaritasi, Tagamatuna Gohu Elivala Komodoni Igabuku Quaritasi. Die Vorräte sind auch alle weg. Klausu! 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 Sana bakasoli, kwebe kapela, domu mwingongu. Ndagele laru guwari iboda, bugu. Kwati mati buwarata. Asaigo. Asaigo. Ah, dorisu. Asaigo, bu. Asaigo. 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 Ah, asaigo. Asahego. Asahego. Das sieht nicht gut aus. Boku ist nicht glücklich über seinen Sohn. Auf Diebstahl steht die Todesstrafe. Aber das will Papa doch nicht machen. Das ist doch doof, Judith. Natürlich nicht. Sie haben doch unsere Sachen geklaut. Nein, haben sie nicht. Wir haben sie zurückgelassen und sie dachten, wir wären tot. Mann, wie länger wir hier bleiben, umso verrückter wird es. So, jetzt beruhigt euch mal, ja? Da wo ich gebet nur alle wurden, ich habe keine Coca-Cola Bella, aber keine Klausi Bivagi. Papa, dann sollten wir ihm das Fleisch schenken. Ist das nicht auch unser Recht? Via Boko. Magigu ba bigitoni latum. Tabua! Amaga kuwagi! Besa msula! Uhaluwari sa nela magim bukubelao. Besa ya kamesa. Chaga magimesa baja sulajemi. Gala kamelesi. E deli magimesa baja sa hemsi.
Vesa Origora. Manum Jojuera. Gala Pela Vita Hatumati, Kuala Tawala. Taga Popuelita Vita Seki, Tatela, Tatela. Schule und einen Jungen namens Nikolas. Wollten wir die Post nicht zusammen aufmachen? Ja, aber Babu springt auch eh mit den Einheimischen rum. Ich höre, ist er dann nicht der Einzige. Luiso! Kero, die bist du nöbler. Sabine! Hast du meine Post? Sabine! Mama, wie geht's dir dann? Bitte la chera am Achala tu, wie war die Kuru da bitte Pussi. Gala puja mai. Ich glaube nicht, dass Aurigan als nichts bezeichnet werden würde. Bogo ya toko kalasia. Palai ga kakaya. Taga manana urigoda. Bogo ya mema katitekna. La masisi pela otonono. La mimimi pelainya la sisua la ya tawotuna emasipu adogu estuta ora kasituta eke na matera era kabiesa la yo la pela ulo ugo ta gala lexa sena kapola ugo eke ta bi masisi kala tulena bitokewa Thank you.
Kung dobe. Kamanan. Mananadama na layos. Oh. Ang utok ya, Ori. Bita daw yaga lababo? Eh. Bita daw yaga lababo. Sabi na bola lukwari. Besa buena baloma e mea tama ang besa karateng. Eh, buena baloma. Dein Vieh sieht echt aus wie eine Ratte. Du wirst nie eine echte Fayo sein. Ich will gar keine Fayo sein. Ich lebe einfach, wie es mir gefällt. Dann gib Ori sein Geschenk zurück und lebe auch noch etwas. Wenn es jetzt richtig ist, ist es später auch noch richtig. Wenn es später richtig ist, warum dann nicht jetzt? Weil Mama und ich vielleicht nicht so überzeugt sind wie du. In 3 Tagen geht's nach Shayapura. Da hast du ja genug Zeit, dir das zu überlegen. Hm? Warum können die keine Schule hier in der Nähe bauen? Es dauert einen ganzen Tag bis dorthin. Und die soll dann dir zu Ehren gebaut werden, ja. Gute Idee. Ano ko daw wala sabi niya? Kibesa lang kung bagi kang boleta? Have a time. Tuta-tuta ka na sa'yo na natin. Umataso yung talon mulit. Auri, senago na abueta. Sabini, besa pela bayusi mo ra kana bitabuari dawal. Iga bay na kukumuda na paisi o agay tutabu kukwai. Sena magigo siniki ba simwa, nagala ibora. Remember the test we did 2 weeks ago? It was so bad. You did it bad. You did it bad. And no one of you have learned the simple past. So, today is our last chance to repeat all the important rules of simple past. The simple past is one aspect of the past. Actions took place and were completed in the past. So, the simple past has no influence on present day. But this aspect is very important for the simple past. Nicht weg. Aber ich war 4 Wochen nicht hier. Ich habe in Jayapura die Minuten gezählt. Bitte, Papa. Thank you.
Kaboko. Wo ist Auri? Aber Kapan. Go well, wala manako abolata. Iga be where all the time. Auri. Ich kann nicht hierbleiben, Mama. Ich weiß. Oma hat sich gemeldet. Das Internat zu übernehmen. Willst du da hin? Das wolltet ihr doch. Ihr wolltet doch nicht, dass ich mit ihm zusammenbleibe. Ist doch Quatsch, Sabine. Wir wollen, dass du glücklich bist. Ich hasse euch. Ich hasse alles hier. Ich will nach Deutschland. Ich hasse diesen Dschungel. Thank you.
Wir werden dir schreiben. Ich will einfach alles vergessen, Papa. Pass auf dich auf. Regungslos und unter Schock verließ ich Ende 1989 den Dschungel von West-Papua. Ein Abschnitt meines Lebens war unwiderruflich vorbei. Auri, der so lange überlebt hatte, so mutig und stark war, hatte sich immer nach dem Leben gesehnt und war am Ende an Tuberkulose gestorben. So sehr mir die Vorstellung von einem ganz neuen Leben auch Angst machte, ich hatte mich dazu entschlossen und war bereit, allein nach Deutschland zu reisen. Ich sprach nicht mehr über meine Kindheit und wo meine Wurzeln lagen. How would you explain the functional relevance between F and F prime? Äußerlich versuchte ich mich in dieser neuen Welt zurechtzufinden. Doch in meinem Inneren existierte nur Verzweiflung und das Gefühl, irgendwie nicht verstanden zu werden. How would you explain the functional relevance between F and F prime, Miss Krüger? Bis heute ist es mir ein Rätsel, wie ich meinen Abschluss geschafft habe. Doch dann hatte ich es in der Hand und kam in eine mir noch fremdere Welt. Ich fing an zu arbeiten und funktionierte, wie alle um mich herum. Doch allmählich höre ich auf zu leben. Ich existiere nur noch. Es scheint, als ob der letzte Funke des Dschungels langsam in mir erlischt. Liebe Sabine, dieser Brief, den ich dir heute schreibe, ist mit tiefer Trauer verbunden. Häuptling Boku ist gestorben. Zu diesem Zeitpunkt war ich in Danobira. Aber Boku hat zu Mama gesagt, wieso soll ich auf Klausu warten? Den kenne ich ja schon. Deine Mutter hat mir erzählt, dass er kurz vor seinem Tod endlich den Frieden gefunden hat, nachdem er sich sein Leben lang sehnte. Und Biene, ich bete dafür, dass auch du eines Tages in deinem Leben den Frieden und die Freude findest, die du dir so sehr wünschst. Ich denke an dich. Immer. Und umarme dich ganz, ganz fest. Dein Papa. Es hat vor lauter Purpur ein Mäntlein Sag, wer mag das Geld sein? Das, da steht im Wald allein.
war mein Leben lang auf der Suche nach einer perfekten Welt. Aber gibt es sie wirklich? Aus was besteht eine perfekte Welt? Ist sie abhängig von der Farbe unserer Haut? Von unseren Eltern? Oder von dem, was in unserem Pass steht? Im Dschungel noch in Deutschland. Denn wahres Lebensglück liegt nicht in der Perfektion, sondern bei denen, die wir lieben, die uns schützen und die uns treu sind. Es ist dort, wo unser Herz glücklich ist. Und für mich, ich habe erkannt, dass ich in meinem Herzen immer ein Dschungelkind bleiben werde.
pray to God what the future brings, and they soon find out. Don't we want the same? Don't we feel that we are just one world? Asahi go, it's one world. It doesn't matter where we are, because faces tell the truth.